Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Livestream heute am 19. Dezember 2019, kurz vor Weihnachten. Und zwar habe ich gestern einen Artikel gesehen, den ich heute mit euch kurz anschauen möchte. Und zwar habe ich gestern diesen Artikel bekommen. Ich zoome ihn ein bisschen mal ran. Da steht Zürich, in Zürich, Vorsicht über 450 Fake-Online-Shops. Also die Kantonspolizei Zürich hat anscheinend in 24 Stunden 450 betrügerische Webshops identifiziert und gesperrt. Ja, das ist eine News, die eigentlich gar keine News hat. Die zieht schon Fäden, so wie ein uralter Käse. Und ja, ich habe da gelesen, ich musste schön lachen, weil hier wird ein paar Dinge geraten von der Polizei, die einfach ein bisschen Blödsinn ist. Aber eben, schauen wir uns das Ganze mal an. Der Artikel sagt einfach, dass es wieder einen Haufen neue Online-Shops gibt, die komisch sind, die Leute eigentlich nur animieren, um abgezockt zu werden. Jawohl. Und zwar irgendwie seit 2018 wurden 6.500 solcher Online-Shops identifiziert und gesperrt. Und vor allem, dass eben 450 in den letzten 24 Stunden anscheinend gesperrt worden sind. Ja, eigentlich ist das ja keine neue News. Ich habe ja das, als ich den Artikel gelesen habe, dachte ich, oh Scheiße, das kenne ich doch irgendwoher, das habe ich doch schon mal war verblockt. Und tatsächlich 2017 war das schon mal ein großes Thema. Da hat nämlich Switch, der Registrator von der CA Domains, hat über 5000 Online-Shops in einer Nacht- und Nebelaktion gelöscht. Und ja, da habe ich dann ein bisschen darüber geschrieben, was man machen muss, wie weiter. Ja, dieser Artikel da von gestern, der hat dann auch auf eine neue Webseite verlinkt. Ich scroll mal wieder raus. Betrügerische Webseiten, Vorsicht bei der Online-Schnäppchenjagd. Und das ist die cybercrimepolice.ch. Also da steht irgendwie, da hat eine Frau Müller online Weihnachtsgeschenke gesucht und war beim Online-Shop kinderarztpraxissennenhof.ch und hat da eine Designer-Handtasche für 50 Franken gekauft, anstatt 500. Im Glauben, ein Schnäppchen zu machen, überweist Frau Müller den Kaufpreis. Die Handtasche wird nie geliefert und der bereits bezahlte Kaufbetrag ist bezahlt. Die Frau Müller ist einem Betrüger auf den Leim geratscht. Jawohl. Da fragt man sich dann schon, wie doof sind diese Leute. Ja, die Betrugsmasche geht eigentlich ganz einfach. CH Domains Schweiz ist ja ein Qualitätsfaktor angeblich. Da kommen immer wieder lustige Online-Jobs drauf. So ein Online-Job ist ja eigentlich nicht teuer. Man kann das mit Wix, mit Jimdo und so gratis erstellen. Wenn man ein bisschen IT-mäßig zweg ist, dann kann man auch so einen Online-Job sehr schnell machen. Man nennt sich eine Domain, knallt WordPress drauf, WooCommerce und lädt mit einem Feed die ganzen Produkte hoch und fertig. Eigentlich ganz einfach. Und jetzt steht da von der Cybercrime Police, sagt, was muss ich tun? Achten Sie auf folgende Hinweise, um einen betrügerischen Internetshop zu erkennen. Unrealistische Preise. Ja, ein guter Rat. Ein wirklich guter Rat. Ja, wenn also ein Produkt im Original irgendwie 2000 Franken kostet, dann kann er nicht auf einmal 20 Franken kosten oder 20 €, egal welche Währung. Nur, was das immer noch funktioniert, sehen wir ja regelmäßig bei diesen lustigen Facebook-Wettbewerben, wo man ja ein Gratis-Handy kaufen kann oder schenken oder geschenkt bekommt, oder man bekommt ein Haus geschenkt oder der neueste Tesla Cybertruck und so weiter und so fort. Man muss nur da unten anschreiben, E-Mail-Adresse eingeben, Bankverbindung, was auch immer, und da kann man gewinnen. Ja, ist ja genau die gleiche Masche. Und trotzdem fallen die Leute immer noch heute drauf ein. Man kann sagen, wenn überall oder wenn irgendwo Aktion drin steht, dann setzt das Hirn aus der Leute.
Gebe ich also recht, unrealistische Preise, das ist ein guter Artikel. Habe ich auch hier schon erwähnt, Rabattversprechen. Ich habe nämlich auch 2017 schon darüber geblockt. Ich bin mal wieder gut. Gehen wir weiter, Kontaktformular. Einzige Kontaktformular über ein anonymes Kontaktformular. Ist das eine gute Idee? Schauen wir mal an. Facebook? Kann man da anrufen? Bekommt man da sofort Hilfe, wenn die Webseite gesperrt ist? Nein. Also ist Facebook ein Betrug? Instagram? Snapchat? Twitter? Die einzige Möglichkeit da, um mit den Leuten in Kontakt zu treten, ist ja und bleibt ja das Kontaktformular. Also das heißt eigentlich nichts, das ist eigentlich eine dumme Idee. Was aber stimmt ist, eine Telefonnummer ist schon ein bisschen besser. Aber auch ich in meinem Shop, ich mache keinen Telefonsupport, also habe ich meine Telefonnummer deaktiviert. Man kann da wirklich nur über Formular reingehen oder ich habe es auch verlinkt mit Facebook. Auch da könnte man mich kontaktieren. Also ja, Kontaktmöglichkeiten, je mehr, je besser, aber eben nur ein Kontaktformular ist nicht wirklich ein Qualitätsmerkmal. Das ist ein bisschen Blödsinn. Aber hier, fehlendes Impressum, ja. Jeder blöd, der irgendwo was bestellt in einem Online-Shop, der kein Impressum hat. Ein Impressum hat was? Genau. Name, Adresse, Telefonnummer, was auch immer. Ich möchte doch wissen, wer dahinter ist. Ich möchte doch wissen, wer was wo ist. Schauen wir uns mal Digitec an. Auch hier hat es irgendwo ein Impressum. Ist wie immer sehr versteckt. Vermutlich. Mal schauen, ob ich es gerade finde. Bin ich doof? Allgemeine Presse, Firmenkunden. Ja, eben, könnte man sagen, Impressum gibt es nicht. Aber ich weiß hier, Digitec ist Firmen, kann ich hier über uns gehen. Wenn ich runterscrolle, habe ich da sicher irgendwo Informationen. Aber auch hier, kein Impressum. Kontakt, aber kein Impressum. Wo ist Impressum? Ist also Digitec eine Betrugswebseite? Psst, habe ich nicht gesagt. Sorry, Digitec. Ich bin zwar zurzeit nicht zufrieden mit euch, aber trotzdem, ihr habt bisher immer alles geliefert. Ich habe aber kein Impressum. Huhu. Gehen wir mal googeln. Digitec Impressum. Da sieht man, ein Impressum kann überall versteckt sein, muss nicht unbedingt Impressum heißen. Wichtig. Also wenn kein Impressum zu finden ist, sucht mal über uns oder Firmenkunden, Kontaktinformationen, überall könnt ihr sowas suchen. Also findet das Impressum. Es ist wichtig, dass man irgendwo die Kontaktdaten sieht, wo man ist, aber eben Impressum muss nicht unbedingt Impressum heißen. Sage ich wenigstens immer. Habe ich bisher auch nie in einem Gesetz gesehen, aber eben vielleicht gibt es einen Anwalt, der mir gerade jetzt im Live-Chat schreibt, Mecher, du verzählst einen Scheiß. Kann auch sein. Ja. Nächster Punkt, Währungslisten. Ja, stimmt schon. Wenn ich in der Schweiz bin will und einen Schweizer Online-Shop habe, dann will ich nicht irgendwie mit Yen oder mit kanadischen Dollar zahlen, sondern mit Schweizer Franken. Wenn ich Glück habe, vielleicht noch Dollar, aber auch das nicht wirklich nötig. Also in der Schweiz will ich mit Franken zahlen. Punkt, fertig, aus, am. Und dann will ich auch ein Schweizer Konto haben. In der Schweiz, nicht irgendwie in Südkorea oder Nordkorea, sondern in der Schweiz. Aber auch hier ist eigentlich eine gute Idee. Unnötig lange Währungslisten. Stimmt, gebe ich recht. Ja, und jetzt kommen wir zum lustigsten Bereich. Willkürlicher Domainname. Was hat hier die Frau geschrieben da? Muss wieder hochscrollen da. Kinderarztpraxis Seinhof. Und dann wollte sie eine Designerhandtasche kaufen. Die Frau ist doch blöd. Oder ist das ein schlechter Rat, dass die Domainname zum Shop passen muss? Steht ja Verwenden von unsinnigen Domainnamen, die wieder etwas mit einem Internetshop noch mit der angebauten Ware zu tun hat. Ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen, denn Digitec, ja okay. Digitec, digitales Produkte, könnte hinstimmen, könnte passen. Was ist aber mit Prack? Prack verkauft. Bauf. Spiele, Hunde, Bombo. Prack ist ein unsinniger Name.
dürfte eigentlich auch nicht funktionieren. Facebook verkauft auch keine Face-Bücher. Also ist alles, was auf Facebook verkauft wird, beschiss. Schauen wir weiter. Case, was auch immer. Mode, hat das irgendwas mit Mode zu tun? Nö. Case tönt für mich wie Key. Also Case. Müsste eigentlich auch ein Betrug sein. Nein, ist auch keiner. Was haben wir hier? Media, noch nie gehört. Bin ich vorhin drauf gestoßen. Ja, schauen wir weiter. Zebra Fashion, werden hier Zebras verkauft? Nein, hier werden solche Sachen verkaufen. Oder mein Lieblingsbeispiel, IKEA. IKEA hat nichts mit Möbel zu tun, hat nichts mit Kleider zu tun, hat nichts mit Einrichtung zu tun. IKEA ist einfach auch wieder ein unsinniger Name in meinen Ohren. Aber er existiert auch. Also auch hier muss man ein bisschen aufpassen, was hier steht. Dann ja, Rechtschreibung. Ich persönlich bin absolut kein Held von Grammatik. Ich habe in meiner Schulkarriere 3, 4 Rechtschreibreformen durchgemacht, bis ich irgendwann gefunden habe, leck mich am Arsch. Ich mache einfach das, was ich kann. Ich schreibe hin, wie es geht. Und ich versuche, die meisten, größten Bugs rauszuhauen. Aber ja, möglichst fehlerfrei, das versuche ich schon zu machen. Also hier muss man schauen, aber auch das bedeutet nicht wirklich was. Ich kenne einen Haufen Schweizer Online-Shops, die haben irgendwie mit Google Translate ihre französischen Texte in Deutsch umgesetzt. Tönt nicht perfekt, aber man versteht sich. Ja. Und ja, unsere Verbindung, keine verschlüsselte Verbindung mit Internet-Job, ja. Da gebe ich recht. SSL ist sehr wichtig. Wer dieses kleine Fensterle nicht hat, gibt immer noch viele Online-Shops, viele Firmen, die das nicht haben. Sage ich immer, macht's endlich, schaltet's auf SSL um. Man möchte aber auch mehr wissen, ja. Also dieser Artikel ist noch lustig. Kann stimmen, kann nicht stimmen. Ja, schauen wir mal, was ich da 2017 euch geraten habe. Rabattversprechen habe ich ja schon gesagt, ja, stimmt schon. Wenn ein Auto irgendwie 1 Million kostet und es wird hier in einem Online-Shop für 50 Franken verkauft, dann kann was nicht stimmen. Das gleiche Problem haben wir auch mit der Software-Lizenz, zum Beispiel Windows. Zurzeit gibt es wieder überall, glaube ich, Windows 7 Lizenzen zu kaufen. Irgendwie habe ich gehört, dass die Windows 7 Unterstützung in den nächsten Monaten abläuft und jetzt schmeißen die Leute alles noch kurz raus, damit es irgendwelche Leute noch andere Leute kaufen. Aber auch hier muss nicht unbedingt ein Betrug sein, kann ein Betrug sein, muss man aufpassen, ja. Aber das Wichtigste ist eben, dass der glaubwürdige Auftritt, es muss alles zusammenpassen. Wenn ich irgendwie einen lustigen Online-Shop habe von Kinderarztpraxis und der verkauft Babywindeln, dann kann das stimmen. Verkauft aber irgendwelche Handtaschen, dann kann es nicht stimmen. Darum ist es wirklich wichtig, dass man hier auch schaut, ja, passt das ganze Gesamtbild zusammen. Also hier Digitec, stimmt alles zusammen. Es ist ein passender Online-Shop. Würde ich jetzt nie sagen, das ist irgendwie ein komischer Online-Shop. Oh, wir haben Besuch aus England, aus Amerika. Hallo, Eileen. Hello. Welcome. Good morning. Yeah, you too. Ja, Digitec ist also ein guter Online-Shop. Aber auch Prag hat wohl nicht wirklich einen guten Namen, ein alter Name. Wir wissen es ja, dank Werbung in Zeitungen, Internet, wo auch immer, dass Prag auch ein guter Shop ist. Kann auch funktionieren. Er ist auch schön aufgebaut und ich denke, das ist auch das Wichtigste, dass das Gesamtpaket passt. Also ich sage immer, verlasst euch auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr denkt, ja, das Bauchgefühl ist ein gutes, dann kauft er, dann wird da schon was stimmen. Aber eben, zuerst Hirn einschalten. Wenn irgendwelche Preise nicht stimmen, dann kann das irgendwas auch nicht stimmen. Hier zum Beispiel im Case habe ich noch nie gehört. Ich bin nicht so ein Frauenkleider kaufen oder Einrichtungsgegenstände. Aber auch hier muss ich sagen, ja, er sieht gut aus. Er sieht ein bisschen altmodisch aus. Aber auch hier würde ich sagen, ja, er ist okay. Okay, hat ein Impressum. Schauen wir mal an. Irgendwie in Genève, Genf. Ist alles in Ordnung? Schauen wir weiter. Vedia kenne ich auch nicht. Würde ich auch kaufen. Ist auch okay. Esprit Shop. Kennen wir alle. Esprit Shop. Ja, dieser Shop schickt mir übrigens seit Jahren immer Newsletter an Frau Mechler.
Irgendjemand hat mich mal eingetragen. Ich weiß dafür immer, welche schönen Kleider hier gerade in Aktion sind, welches kleine Schwarze passt. Also ja, wenn ihr mich mal in einem kleinen Schwarzen sehen wollt, dann müsst ihr mir nur so ein Paket mal zuschicken, dann ziehe ich es an. Aber auch Cecil ist ein guter Shop, ein passender Shop. Er passt. Darum schaut euch den Shop an. Zebra kennen wir auch alle. Aber auch hier 29,90 zu 20,90 ist auch okay. Obwohl hier 12 Franken zu 24 ist auch wieder 50%. Hier kann man auch nicht sagen, nee, das stimmt doch nicht, das kann nicht sein. Schaut euch das Ganze einfach an. Auch IKEA kennen wir alle. Lieben es, hassen es, was auch immer. Darum muss man einfach schauen, ja, ist richtig. Und wenn ihr nicht wisst, ob dieser Online-Shop gültig ist oder nicht, dann geht ins Webarchiv. Das ist ein Tipp, den ich immer wieder gerne den Leuten gebe. Es gibt ein Webarchiv, das sammelt seit 2000, was auch immer, die History einer Webseite. Das ist immer spannend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal eine Domain eingebe, wie den Chefblogger, meinen Blog, gebe ihn hier ein, dann zeigt er mir ja, wann hat er ihn indexiert, das letzte Mal. Also ich sehe hier 2013, als er entstanden ist, wurde er bereits mal indexiert. Und wenn ich da draufklicke, meine neue Seite öffne, dann sieht man, so sah also mein Blog ganz am Anfang aus. Braucht ein bisschen Zeit zum Laden, hoffe ich. Man sieht was. Nehmen wir noch mal kurz ein aus 2015 ein Beispiel. Seht ihr da? Jetzt ist einfach das CSS nicht da, aber man sieht ja, hier gab es schon mal was. Mal schauen, ob ich hier was finde. Es hat ein bisschen langsam, diese Oma. Aber schaut die Geschichte an. Also wenn wir hier mal dieses Beispiel nehmen von, wie hieß er, Kinderarztpraxis, irgendwas da. Da geben wir das doch mal hier ein und schaut mal. Ja, passt denn das zusammen? Ist das eine Kinderarztpraxis? So sah das zum Beispiel 2015 aus meinem Blog. Also ihr seht, die Webseite existiert. Und wenn ich dann hier schaue, wow, hier gab es noch nie so einen Namen, dann kann ich sagen, stimmt denn das? Stimmt denn das nicht? Wer ist überhaupt dahinter? Wenn ich dann mehr wissen will, kann ich auch den Whois-Eintrag von Zeher aufrufen. Und wie ihr seht, hier gibt es viele verschiedene Dienstleister, die das machen. Also ich nehme immer den Nick. Und wenn ich dann hier diesen Kinderarztpraxis Sennhof eingebe, beschäftige, UVB, dann wird es jetzt heißen, die ist nicht registriert. Die Domain wurde ja von der Polizei gelöscht. Wenn ich zum Beispiel jetzt den Chefblogger aufrufe, DLYKW, dann habe ich auch hier wieder meine Information, wo ist es gehostet, wie ist mein Name und so weiter und so fort. Muss ich auch mal noch anpassen. Aber eben, so kann man ziemlich schnell schauen, ob das eine Website ist, die vertrauenswürdig ist oder nicht. Also checkt die Domain, checkt Webarchiv, ist immer eine gute Sache. Ihr könnt auch bei Google mal googeln. Die ist jetzt gelöscht. Schauen wir uns mal an, was indexiert worden ist. Da wurde nichts indexiert. Steht da irgendwas drin? Ja, jetzt hat es ein bisschen viele ähnliche Themen drin, aber eben, googelt auch. Dann seht ihr auch, ob die Webseite was taugt oder nicht. Und eben auch Impressum ist wichtig. Schaut, wer ist dahinter? Steht ein Name dahinter? Wenn nur irgendwie eine Firma dahinter steht, dann denke ich auch immer wieder, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn eine Person dahinter steht, dann schaut euch das an. Schaut die Firma an. Könnt auch zum Beispiel bei LinkedIn oder Xing schauen gehen, ja, existiert diese Person dort? Was hat sie drin? Also ihr könnt wirklich schauen, ob so ein Shop existiert, wenn euch das interessiert. Und sonst verlässt euch auf euer Bauchgefühl. Ja, also jetzt wieder aufpassen. Ihr seht, die Polizei hat auch hier ein paar gute Ratschläge. Nicht alle sind gut, aber ja. Und wenn ihr wirklich mal reingefallen seid, dann geht auch zur Polizei, macht eine Anzeige, schaltet auch oder informiert auch eure Bank, damit das Geld vielleicht wieder zurücküberwiesen wird. Vor allem eben auch die Polizei ist wichtig, denn
Es ist wichtig, dass wir betrügerische Online-Shops abschalten und ja, deaktivieren, damit auch die anderen Online-Shops nicht alle einen schlechten Ruf haben. Sonst ist es so wie in Russland, da gibt es auch viele gute Shops, aber wir alle wissen, die meisten Betrüger kommen aus Russland, also ist die RU-Domain oder eine russische Webseite sofort irgendwie, ah, da gehen die roten Lichter los und sagen, ja, nein, das ist was Komisches, da will ich nicht was kaufen und so weiter und so fort. Ach. Augen auf beim Eierkauf, stimmt aber auch an Weihnachten. Wenn ihr irgendwo online einkaufen geht, dann checkt die Webseiten, checkt die Online-Shops. Und wenn ihr denkt, nein, das stimmt was nicht, dann geht weiter suchen. Schaltet euer Hirn ein. Ja, das wäre es eigentlich gewesen für diesen kleinen Livestream. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Livestreamchen interessiert. Vielleicht könnt ihr auch was davon lernen. Vielleicht, ja, wenn ihr noch eine Frage habt, stellt sie mir unten in die Kommentare bei Facebook. Weil wir streamen gerade auf Facebook, in verschiedenen Gruppen, auf Twitch. Ich hoffe, das hat geklappt. Und noch überall anders. Ich werde es nachher auch noch auf YouTube hochladen. Da könnt ihr mir auch noch eine Frage stellen. Ich werde auch noch einen Blogbeitrag darüber schreiben, damit ihr das auch nachlesen könnt, was ich heute gesagt habe. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß. Kurz vor Ostern, nein, Weihnachten. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Vielleicht sehen wir uns nochmal online. Dennoch, ein schönes Tagli. Bis dann. Tschüss zusammen. Ciao.